Gute Fahrt. Ja. Ciao. 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 Schmecken. Ja. Habt ihr noch viel oder ist alle? Nee, wir haben noch ein bisschen was. Na dann. Auf, ey. Willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Ja, jetzt hier willkommen hier in unserem wunderschönen... Wir hatten gerade was schon mit getestet. Ihr könnt da ja gleich mal kicken. Ist hier oben links verlinkt. Du bist Tom. Als Protokollführer unseres wunderschönen... Bier-Tasting-Protokolls. Muss natürlich nur offiziell abgenommen werden, aber wir haben da schon mal was vorbereitet. Ach, du unterschreibst doch das Alte jetzt erst, ja? Das ist ja wunderbar. Ich hab mein Ziel erreicht. Beim Bier trinken. Ja. Rico, was testen wir denn eigentlich? Schatz, hier doch mal. Kurz, ich muss mal einen Schluck Wasser trinken. Bist du... Ja, warte mal kurz. Neutralisieren heißt das. Du trinkst ja auch gar nicht. Er spült damit bloß das... Müsst ihr das erklären, sonst... Schalten gleich ab hier, du. Ich spüre bloß... das Glas, damit hier der Geschmack vom letzten Bier nicht das andere Bier verfälscht. Hm. Wer ist das Testbier? Das Testbier ist das Original Nürnberger Tucher Rotbier Naturtrüb. Schon wieder Naturtrüb, okay. Ja. Das hast du dir ausgesucht. Ja, mit Eichenholzfass gereiftem Rotbier veredelt. Okay. Alter, willst du mich verarschen? Ich dachte, oh Gott, ich hab schon geguckt. Ey. Stammwürze 13,4% und kein Alkohol. Nee. Ich hab bloß die Hälfte getrunken. Brauwasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe. Ja. Hopfarbe, Bernstein. Interessant. Charakter ausgewogen, tiefgründig und kraftvoll. Ein Einzelgebot? Deutschet? Naja, pro Wasser, Gerste, Hopfen und Hefe. Ich find's genial. Also die Optik finde ich absolut top. Image. Image? Ich kenn's nicht, aber mir gefällt's. Also ist für mich gleich so dieses urige, dieses leckere, dieses altertümliche. Ah, da fühlt man sich, da freut man sich. Da ist ein Typ drauf. Ja, das ist ja, ja, ist richtig. Aber, aber nicht der ganze Körper, nicht nur der Kopf. Ja? Ach so, darum geht das. Ja, so ein Punkt oder was? Was, wie bitte, was? Ein Punkt? Bei was? Image. Also, ich würde 2 Punkte geben. Nein, ich würde ausnahmsweise. Bierflaschendosenoptik. Also Bierflaschenoptik in diesem Fall. Ja, die Flaschenform ist halt die alte. Ich find's top. Dann hast du hier oben noch wie so ein Siegel. Mhm. Ja, ist halt aber auf dem Glas, so was Rico immer so steht, das ist halt ein Standard Glas 05. Also eine Flasche und kein Aufdruck und so. Eh nur 2 Punkte maximal. Echt, ja? Das ist nichts Besonderes. 5-Faktor ist der nächste. Öffnen wir natürlich mit der Cup Gun. Ist aber klar. Mit der KP1. Ne, KKP? KKP1. Kronkorkenpistole 1. Hast du was gehört? Ne. Doll was nicht. Ja, also vom Funkfaktor ist es eine 0. Also tut mir leid, also ich hab nichts gehört. So, jetzt Bieroptik im Glas. Naja, Bieroptik im Glas. Bieroptik im Glas. So, dass das wieder alle sehen. Also der Sprudelfaktor und so weiter, das ist schon. So gut. Ja. Sehr gut, so ja. 3 Punkte. Ja.
Haben wir Bieroptik jetzt? Ja, trüb. Das ist Bernsteinfarben, da haben sie recht. Du siehst sogar was noch draus. Ja, also, gut. Aber das ist halt trüb, ne? Naturtrüb, steht ja drauf. Also doch, er kann noch lesen. Ja. Ja, weiß ich nicht, ob eins oder zwei. Doch, du. Ich meine, recht haben sie, aber darum geht's ja nicht. Nee. Ja, natürlich ist es Naturtrüb. Das ist bloß die Frage, fällt es uns oder nicht. Also, ja, ich mag auch so nicht das Trübe. Aber halt Bernsteinfarben, die Farbe ist schon cool, ne? Also so Gesamtoptik ist schon schlecht. Ja, das macht es mir jetzt gerade schwer, ob es eine 1 oder eine 2 ist. Ach komm, gib eine 2, der Schaum ist genial. Gaumenliebe oder? Gaumenhiebe. Und Gaumenhiebe. Und welche Triebe? Prost. Man musste doch mal nur 5er sehen. Der hebt es halt nicht kleiner. Also jedenfalls nicht da, wo ich einkaufe. Was denkt ihr hinten mal vor ihm hier? Rotbier wurde bereits im frühen Mittelalter. Ach nee, hab ich noch nicht. Aber also, ich kann ja trotzdem schon mal was trinken. Kurze Geschichte? Ja gut, dann trinken wir halt erstmal. Dann liest dich das vielleicht besser. Ja. Überrascht mich jetzt. Also, Tucher Nürnberger Rotbier. Nürnberger Rotbier wurde bereits im frühen Mittelalter streng nach dem Nürnberger Gerstengebot von 1303 gebraut. Damit gilt es zu Recht als eines der ersten wirklichen Qualitätsbiere Deutschlands. Hört, hört. Unser Tucher Nürnberger Rotbier wird ganz in dieser Tradition eingebraut. Also, ein altes Bier, alte Tradition, aber alt schmeckt es nicht. Boah, ja. Hier schmeckt das oder nicht? Jo. Okay. Ja, das ist gut. Ich finde das gut. Das ist lecker, also das ist nicht so herb. Also das ist schon herb. Das ist würzig, auf jeden Fall, aber nicht zu herb und nicht zu würzig. Also, schmeckt das ja nicht. Nee. Das ist ja schön, dass wir endlich mal ein Bier haben, wo unsere Geschmäcker so extrem auseinandergehen. So, also ist das, der eine kriegt die Peitsche und der andere, der dem schmeichelt der Gaumen oder was? Ja, für mich ist das eine 4. Ach komm, ey. Ich dachte, jetzt schmeckt dir. Ja, na, das ist zwischen. Halt zwischen eine 2 oder eine 3 draus. Na, für mich ist es zwischen Hell- und Schwarzbier. Mir schmeckt das. Und 3 und 4, das sind so der Durchschnitt. Ja, das ist, ab 3 ist es, da ist es in Ordnung, da schmeckt das. Ah, ein Schmetterling. Da hast du deinen, da weißt du ganz genau, was das ist. Eine Fledermaus, Alter. Eine Fledermaus, was ist denn das für eine Fledermaus? Wo wohnst du denn? Sehen? 3. Maximal. Ja, eine 3. Beckett-Faktor. Also ich würde es nicht verkippen. Wegkippfaktor ist ein Punkt. Null Punkte würde es ja wegkippen, ist ein Punkt. Ist jetzt nicht so, dass ich es garantiert nicht wegkippen würde, aber ich würde es nicht wegkippen. Ja, ein Punkt, ja. So spezial, also ganz ehrlich gesagt. Die Tradition gibt schon mal einen Punkt. Ja, aber schon mal echt gut. Mal stehen sagen. So, noch ein Spezialpunkt oder was? Nee, sieht jetzt nicht. Da hier so. Die Fliegen kommen, wenn ich das trinke. Toll. Das spricht aber nicht gerade für das Bier. Oder für mich. Ja. Naja, dann gibt es nur einen Punkt. Dann gibt es einen Punkt. Ja. Ja, mal auf den Uhr. Ja, ja, ist doch mal, Herr Wald. Ja. Ist erstmal unruhig. So. Was bist du da? Hast du bloß so getan nochmal? Ja. Nee, ich hab hier was. Nein, ich kann bloß immer nur eins essen. Oder trinken. Lecker. Ich kann dir sagen, ich schmecke ja jetzt schon den Uwe. Also ich bin durch mit dem Uwe.
Ja, kaum Liebe 3 ist schon in Ordnung. Naja, ey, komm, die Optik, die hatte ich umgehauen. Die hat dich fasziniert. Das ja, dafür gibt es ja auch Punkte. Ist ja okay. Ja, genau. Die hatte ich umgehauen. Ich habe das eigentlich gehabt. Ach so. Bierdurst oder was? Interessant ist auch, hier steht natürlich die Stammwürze drin, die Farbe und der Charakter. Ist auch auf. Boah, ey. Ist auch auf. Boah. Also wir sind immer noch beim Uwe, ne? Ja, wir sind noch nicht da angekommen. Aber ich hab schon gesagt, Uwe. Eindeutig Uwe. Von oben bis unten Uwe. Ist mir nur der Stift. Warum hast du denn den Stift? Ja, was, wir sind immer noch hier, der andere gemacht hat. Protokoll, Heini. Uwe oder nicht Uwe? Ich kann es ja noch nicht sagen, weil ich den Uwe noch nicht habe. Aber das sieht so aus. Wahrscheinlich wird sich das, wenn ich den so, also je mehr ich jetzt trinke, das war ja mit dem, ich weiß ja nicht mehr, wie das hieß, war der dann auch so, je mehr ich getrunken habe, desto schlimmer wurde. Genau. Carlo Waschrohr. Ja, irgendwie so was. Gut, dann revidiere das mal runter. Von der Gaumenliebe von 3 auf 2. Wie sind denn das auf einmal? Naja, bist du nicht damit einverstanden? Ich bin damit einverstanden, auf jeden Fall. Dann ist gut. Bombenalarm. Bombenalarm, ja, wir sind schon, wir sitzen schon in unserem Bunker. Deswegen interessiert uns das nicht. Eben drum. Wir haben sogar eine eigene Sonne. Ja. So, was ist hier, Uwe? Was ist mit Uwe? Uwe. Ist ja was wegen. Hast du das gerade gesehen? Nee. Was sich da absetzt? Ist die da drin gespuckt? Da setzt sich was. Guck mal. Der hat da drin gespuckt, die Sau. Ist das egal. Da setzt sich was ab. Das setzt sich ab. Ja, jetzt guck mal da unten. Ja, das, naja, hier, das, da. Das ist halt so naturtrüb. Ja. Ja, das ist halt. Das ist alles gesund bestimmt. Ja, natürlich. Natur. Das ist doch schon ein Naturtrüb. Das ist ja Natur im Namen. Und war da jetzt ein Uwe oder war da kein Uwe? Das hat sich jetzt nicht geändert. Also kein Uwe. Kein Uwe. Also ein Punkt. Also 16 von 30 möglichen Punkten sind Bronze, glaube ich. Ja, Bronze, Mittelklasse, ja, das war auch, ja, was sag ich? Bronze. Mittel und Klasse. Halt Mittelklasse? Das ist ja eine Frechheit. Ja, halt optisch gut ist. Und Schwulaspekt gab es 3 Punkte bei dem Bier. Das ist dann halt zum Beispiel von einem Wolf im Schafspelz, ne? Mhm. Ja, von einer Plörre im Bierpilz. Nicht ganz so extrem, aber es sieht besser aus, als es schmeckt. Sagen wir es mal so. Ja. Wir ziehen uns hier für euch den letzten. Abonniert den Kanal. Ihr könnt es probieren, vielleicht schmeckt es euch ja, uns schmeckt es nicht. Ich so wirklich, uns ist halt da. Man trinkt es immer mal, probiert, aber dann ist auch gut. Was testen wir als nächstes? Beim nächsten Mal? Oder soll ich das wissen? Ach ja, das ist ja nur egal. Und zwar, hat richtig gut. Vielleicht kennt ihr ja das Bier schon, schreibt mal in die Kommentare, ob euch das vielleicht schmeckt. Ansonsten empfehlt diesen Kanal weiter und abonnieren und die Glocke aktivieren. Und jetzt kommt Rico. Und zeigt uns das nächste Bier. Und wenn ihr das Video nicht verpassen wollt, das nächste, dann müsst ihr natürlich den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Alter, ich sag dir, wenn das beim nächsten Mal nicht gut wird, dann weiß ich auch nicht. Odin-Trunk. Ah, gut. Also, Thor sein Fallandstrunk. Honigbier. Ja, also.
Wir sehen uns im nächsten Video. Bis demnächst. Haut rein und Prost. Bis demnächst.